Und da seht ihr es nochmal, das schöne Highbike Esduro Full 9 RX, das erste E-Mountainbike, das ich mir gekauft hatte vor etwa 10 Jahren. Wirklich ein tolles E-Mountainbike, ein Fully mit Yamaha-Motor. Das hat immer zuverlässig viel Spaß bereitet und in etwa einer Stunde geht es an seinen neuen Besitzer über. Und warum zeige ich das Ganze hier überhaupt? Jawohl, im nächsten Monat werde ich 60 und ich habe anlässlich dieses Festtages beschlossen, meine E-Mountainbike-Karriere zu beenden und einen neuen Lebensabschnitt einzuläuten. Und zwar werde ich mir dann ein Vernunftsbike zulegen. Meine ganze Erfahrung, die ich mit meinen bisherigen E-Bikes gesammelt habe, soll genau in dieses Tourenbike hineinfließen. Und welches das sein wird, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von Captain Bernhard. Heute geht es mit meinem neuen Silk Carbon von Simplon mit dem schönen TQ-Motor, dem Vernunftsbike für ab 60-Jährige aufwärts, auf die erste größere Tour. Und ihr seid mit dabei. Viel Spaß! So, was haben wir denn heute eigentlich vor? Wir fahren mit dem schönen Simplon-Bike einmal etwa 50 Kilometer weit hier aus dem Bergischen Land bis in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Und dabei werden wir die Dünn passieren. Wir werden die Flussmündung der Dünn in die Wupper erleben und dann auch noch den Rhein. Und dann werden wir außerdem noch das schöne Schloss Benrath passieren. Also wenn das nicht lohnenswert ist, seid mit dabei und los geht's. So, und während wir hier die ersten Meter entlang fahren auf Nordrhein-Westfalen super in Schuss gehaltenen Radwegen, das ist jetzt ironisch gemeint, ein paar Daten zu diesem Bike. Mein Ziel war es, den TQ-Motor zu bekommen, den ich ja auch schon in meinem Gravel-Bike von BMC, also der BMC Road Machine AMP-02 habe. Und genau dieser Motor ist auch hier in dem Simplon-Fahrrad verbaut. Es handelt sich um ein Vollcarbon-Fahrrad und der TQ-Motor ist ja schön leicht. Und so komme ich komplett mit allem, was hier am Fahrrad dran ist, auf unter 20 Kilogramm, genau genommen 19,6 Kilogramm. Unterschreitet die 20, heißt, ich kann das Fahrrad schön überall auch mal mit der Hand transportieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Der TQ-Motor hat ja nur 50 Newtonmeter Unterstützung. Da werde ich also zukünftig ein bisschen sportlicher treten müssen, was ja nicht schaden kann. Ich bin es ja auch schon von dem Rennrad gewohnt. Gleichzeitig hat er auch einen Akku mit einer recht begrenzten Akkukapazität von 365 Wattstunden. Hab hier einen Range Extender mit drauf, so dass ich noch mal die Hälfte dazu bekomme. Dann sind es ungefähr 500 Wattstunden und da bin ich heute gespannt. Ihr seht, dass ich ja hier auch ein bisschen bergauf fahren muss. 50 Kilometer ist die gesamte Strecke. Ja. Da schauen wir mal, ob der Akku so lange durchhält. So, und da kommen wir zu Beginn unseres Ausflugs auch schon an den höchsten Punkt der Reise. Ich weiß nicht, ob man den Kölner Dom hinten in der Ferne erkennen kann, ob die Auflösung der Action Cam das zeigt. Jedenfalls kann ich den Kölner Dom sehen. Ansonsten seht ihr hier das herrliche Wetter und den herrlichen Weg, den wir hier an diesem Panoramaweg in Richtung Odenthal fahren. Herrlich, sonnig, abwechselnd bewölkt. Höchsttemperaturen dürften heute 16 Grad werden. Im Augenblick ist es mehr so 13, 14 Grad.
aber das ist ja ideal zum Radfahren. Ich lasse die Aufnahme noch mal laufen, weil der Abschnitt hier so schön ist. Wir klingeln die Leute hier nicht zur Seite und haben kurz Geduld, bis sich eine sichere Lücke ergibt. So, und am definitiv höchsten Punkt der Tour halte ich jetzt mal an. Das ist hier an dieser Aussackung. Jawohl. Mal kurz an die Wiese ansteuern hier. So, und dann gucken wir mal, was wir da so Feines sehen. So, also hier von diesem Panoramaweg, so nenne ich ihn mal, in die Ferne geblickt. So, da geht's hier schön. Sonnenblumenwiese und dem Maisfeld vorbei. Das ist jetzt der Herbst, der seit diesem Wochenende Einzug gehalten hat. Unterwegs ist hier auch ein Bütchen, an dem man anhalten könnte. So, das erste kleine Etappenziel, Vohswinkel, Odenthal erreicht. Jetzt habe ich die Wahl, die Altenberger Domstraße zu fahren oder links runter direkt auf Schildgen zu. Da sieht es mir weniger nach großer, vielbefahrener Straße aus, also links runter. Jetzt fahren wir dieses schöne Waldstück nach Schildgen, auf das ich mich gefreut hatte. Hier ist kein Autoverkehr, das ist sonntags gesperrt. Und von Odenthal nach Schildgen, also schön durch Grüne. Dann haben wir es also bis Leverkusen, der ersten großen Station dieser Fahrt aus dem Bergischen Land nach Düsseldorf. Sehr angenehm hier, das muss man sagen. Eine schöne Route, allerdings hat Komoot die so gar nicht vorgeschlagen. Muss ich auch wiederum festhalten, Komoot hat eine sehr unkommode Route vorgeschlagen. Das ist jetzt hier eigene Anpassung mit 5 verschiedenen Zwischenstopps, die ich einfügen musste, bis ich diese Route so hatte, wie ich sie haben wollte. Und ich denke, das hat sich doch gelohnt. Teilziel Nummer 1 erreicht. Wir sind an der Dünn. Nur sehen wir die Dünn noch nicht. Die ist hier links von mir hinter dem Wall. Aber ich guck mal, ob ich mal hier das Fahrrad so ausrichten kann, dass wir sie sehen können. Einmal ganz kurz hier vorgefahren. So, ich denke, jetzt kann man die Dünn sehen. Da fließt sie jedenfalls entlang. Sehr schön. Diesen Abschnitt hätten wir schon mal geschafft. Und wir folgen der Dünn jetzt praktisch bis zu ihrer Mündung in die Wupper. So, der Radweg, die Dünn entlang, der ist auffallend schön, super asphaltiert und führt auch durch ein ganz nettes Gebiet hier. Halb bewaldet, halb grün, irgendwie fern vom Autoverkehr. Und das geht jetzt hier eine ganze Weile so. 4,7 Kilometer sind es jetzt also noch bis zur Mündung in die Wupper. So, und wenige Meter später taucht jetzt hier schon dieses Stadion auf. Es ist das Stadion vom amtierenden deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen. Muss ich als erster FC Köln-Fan, wir spielen jetzt in der zweiten Liga, leider zugeben. Kam für mich jetzt ein bisschen unverhofft, dass wir hier vorbeikommen, aber ist schon irgendwie beeindruckend, finde ich. Ein weiteres Highlight auf der Tour. Super!
sind wir mal ein kleines Stück auf einem halb asphaltierten, halb schottrigen Weg. Und da zahlt es sich aus, dass das Simplon Silk Carbon TQ hier mit Offroad-fähigen Reifen ausgestattet wurde. Das heißt, ich habe hier so ein leicht grobes Profil und auch einen breiten, 1 Meter breiten Lenker gewählt. Damit lassen sich solche Strecken sehr leicht bewältigen. So, und jetzt gleich geht es in Richtung Rheindorf. Die Mündung in die Wupper dürfte nicht mehr allzu weit weg sein. So, jetzt ist es endlich soweit. Und das ist wirklich nur ein kurzes Stück, das wir hier mitbekommen werden. Dann aber zumindest mal einen ganz kurzen Blick hier. Denn in einigen Metern geht es schon in den Rhein. So, also nochmal hier auf der Karte zu erkennen, die Wupper. Unterhalb der A59 sind wir hier. Und das ist das kleine Stück Wupper, was wir hier sehen können. Immerhin. Die Mündung der Dünn musste ich jetzt leider schlappern. Und wir kommen jetzt auch sofort an den Rhein. Also hier geht es Schlag auf Schlag. Wie ihr seht, sehr abwechslungsreiche Strecke. So, und da sind wir am Rhein. Ich weiß nicht, ob man den am linken Bildrand hinten erkennen kann. Damit wäre das Ganze hier zu einer Drei-Flüsse-Tour geworden. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch ein Stück näher ans Wasser hinankommen. Da öffnet sich der Rhein. Wunderbar. Hier kann man sich sicherlich irgendwo gemütlich niederlassen. So, und dann legen wir ein kleines Päuschen ein hier in Hittdorf am Yachthafen. Und das ist die Richtung, in die wir müssen. Ein klein bisschen Hochwasser gibt es ja noch, aber kein Vergleich zu dem, was jetzt hier Elbe und Donau mitgemacht haben. Aber immerhin, das eignet sich doch für ein Titelfoto. Findet ihr nicht? Also, ran an die Arbeit. Sogar an einem Reiterhof, direkt am Rhein gelegen, kommt man hier vorbei. Wir nähern uns hier an dem doch sehr belebten Radweg Monheim. Und wie gesagt, Reiter sind auch zu sehen. So, jetzt mal von irgendwo unterwegs gefilmt und mal wieder gemeldet, haben wir jetzt die 40 Kilometer Marke passiert. Und ja, an so einer Stelle hier an einem Radweg entlang der Bundesstraße an einem Sonntag, da ziehen sich die Kilometer so dahin, kann man über vieles nachdenken. Es rollt und man fährt hier mit 26, 27 km/h. Also ohne Motorunterstützung entlang. Ja, so geht's weiter in Richtung Ziel, was jetzt noch unter 10 Kilometer entfernt sein dürfte. Und so, ich glaube, das ist jetzt der erste Shot von mir hier auf dem Bike beim Fahren selbst. Fiel mir gerade ein, dass ich das auch mal wieder machen konnte. So, und wir sind wieder am Rhein. Und das nächste Highlight der Tour wartet jetzt unmittelbar voraus, nämlich das Kassel, das Schloss Benrath. Da kommen wir jetzt vorbei. Nicht schlecht, voller Höhepunkte die Tour. Und nochmal hier der Rhein schön. Klasse. Fahrradfahren ist hier am Schlossgelände untersagt. Aber da komme ich ja gar nicht weiter. Hier ist weit und breit kein Mensch. Und das ist ja doch eine feite, schöne Fahrradspur hier für mich. Machen wir einfach. Machen wir einfach. Oh Gott, sorry. Ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssten wir eigentlich
gleich was sehen kann. Ein Kreisel. Och, das ist schon eine große Anlage, das wusste ich nicht. Aber wo ist das Schlösschen? Ich glaube, ich habe es gesehen. Fahren wir mal in die Richtung, wo ich meine, wo es ist, nämlich darunter. Also das ist hier schon ein veritabler Irrgarten, muss ich sagen. Dieser Weg oder ins Wasser. Aber ich glaube, da vorne, wo es heller wird, da zeigt sich hoffentlich ein Schlösschen. Jetzt. Ein Schwan im Wasser und ein pinkfarbenes Schloss. Wir haben so einen riesen Schlosspark und dann so ein kleines Schlösschen. Aber es ist schön. Leider ist das Baugerüst davor. Aber ich denke, wir sollten das Bike mal da vorne abstellen und fotografieren. Was meint ihr? Das machen wir, ne? Okay, dann melde ich mich jetzt auch hier einmal live und in Farbe vor dem Highlight der Strecke heute hier. Wir sind bei Kilometer 45 und haben das Schloss Benrath erreicht. Und schön im Hintergrund zu sehen, das Simplon Bike. Ihr könnt entscheiden und es in die Kommentare schreiben, was das beeindruckendere Bauwerk ist. Das Schloss oder das See Carbon. Vor der Kulisse wird natürlich auch gerne geheiratet bzw. ein Hochzeitsfoto geschossen. Klar, aber wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. So, und dann nähere ich mich der geplanten 50 Kilometer Marke. Ist jetzt nicht mehr weit. Eins, zwei und da sind sie, die 50 Kilometer gefahren mit dem See Carbon Tier Q von Simplon. Jawohl, eine schöne Tour hier nach Düsseldorf und zu bis meinem endgültigen Ziel sind es auch nur noch 2 Kilometer. Dann bin ich beim Schwesterchen zu Besuch und da gibt's Kuchen. Yay. Macht's gut, bis demnächst einmal on the road, euer Captain Bernhard. Wie stellt das? Soll das ein Zeichen sein?